als allererstes schauen. Dein Wort ist meines Herzens Freude. Das ist verdammt schwer, Alter. Ein Diktiergerät? Ein uraltes Autoquartett. Peugeot, Triumph. Diesmal ein richtig großes Modell. Und hier nochmal so ein kleines Segelschiff. Hallo? So trug man das damals. Das gibt's doch gar nicht. Die ganze Wäsche von früher hängt hier noch an der Wäscheleine. Boah, das ist gruselig hier. Nee, hier will ich schnell wieder nach oben. Adventure, und das ist mein Kanal. Und gemeinsam mit dem Heiko, der hier hinter mir steht, bin ich gemeinsam in einem Haus, wo das Reinkommen gerade höchst kompliziert war. Kompliziert. Wir haben es irgendwie geschafft, jetzt hier reinzukommen. Es ist extrem spannend, ein extrem schönes Haus, und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Also, fangen wir an. Okay, Heiko ist da. Hier haben wir irgendwie einen Kronleuchter und eine alte Kiste. Wollen wir in die mal als allererstes schauen? Man weiß ja nie, was sich in solch alten Kisten hier befindet. Die ist komplett leer. Jetzt gehen wir weiter. Es ist auf jeden Fall mega interessant hier, weil hier wirklich noch alles. Kommt vor. Alles am Start ist. Zum Beispiel dieser Raum hier, dieser alte Kinderwagen. Alles an Einrichtung ist irgendwie hier, auch wenn alles schon extrem verwühlt ist. Aber man kommt in dieses Haus herein, findet solch einen alten Kinderwagen, Schuhe, die auf dem Boden stehen, noch mehr uralte Schuhe, wo man sich richtig gut vorstellen kann, wer hier mal gelebt hat. Und extrem viele alte Briefe liegen hier rum. Aber der hier, alleine dieser Kinderwagen, aus welcher Zeit kommt der bitte? Hier mit diesem kleinen Kopfkissen. Solche kleinen Spielereien hier, solche Teile, die man hin und her schieben konnte. Hier konnte man, glaube ich, mal einen Sonnenschirm anbauen. Man weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll. Da vorne steht auch an der Wand: Dein Wort ist meines Herzens Freude und Kraft. Guck mal, hier zum Beispiel ganz viele alte Klamotten, alte Sakkos. Sowas hat man damals angezogen, und die älteren Leute unter uns tun das ja auch immer noch. Die ganzen Krawatten. Und immer wieder verbergen sich dann hier zum Beispiel auch so alte Medikamente. Boah, ich will gar nicht wissen, was das ist. Hier steht nur was von 20 Tabletten. Und auch wieder so ein Detail, was ich ziemlich krass finde. Eine alte Pfeife, wo man rauchen konnte. Vorne ein bisschen Tabak rein. Und das Ganze ist ja tatsächlich auch in so einer Zigarrenschachtel. Passt also halbwegs. Und die wurde auf jeden Fall auch genutzt. Ist das cool? Oder ist das cool? Hier ist der eine Kinderwagen. Und hier ist sogar noch einer. Und schaut mal, was in dem Kinderwagen liegt. Unterrichtsheft für Gundel. Irgendwelche Aufsätze, vielleicht aus dem Religionsunterricht. Du Gott hast dir aus vielen Zungen der Völker eine Kirch gemacht. Darinnen dein Lobe wird gesungen in einer wunderschönen Pracht. Das Ganze ist so alt auf jeden Fall. Die Seiten fallen schon von selber heraus. Wir legen das einfach mal wieder zurück. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr intim, solche Sachen irgendwie noch vorzufinden. Und das Ganze neben solcher alten Modellflugzeuge. Hier sind ganz viele Verpackungen. Hier ein altes Modellflugzeug. Das wurde hier sicherlich auch zusammengebaut. Hier sieht man auch noch diese Teile, wo man dann sozusagen die Sitze rausgeknipst hat und eben immer diese einzelnen Teile. Okay, schauen wir weiter. Auch hier in den Schubladen. Süßspeisen für... Gut, gehen wir weiter in den nächsten Raum. Oh, in diesen Raum hier strahlt richtig schön die Sonne herein. Auch hier wieder alles voller Einrichtung. Ein alter Fernseher. Aktenordner, ein Tisch zum Sitzen. Das könnte das Esszimmer gewesen sein, das kleine. Und hier unten sogar so ein altes, was ist das, ein Diktiergerät? Hier kommt doch auf jeden Fall so eine Spule rein. Und da hatte man hier verschiedene Knöpfe. Wie genau aber sowas funktioniert, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall konnte man das hier auch transportieren, und das ist verdammt schwer, Alter. Ja, und hier eine Tür weiter, tatsächlich die Küche. Viel ist hier in der Küche aber auf jeden Fall nicht mehr drin. Zumindest nicht viel, was daran erinnert, dass hier mal Essen bereitet wurde. Ein, zwei Teller sind hier noch. Der alte Backofen. Die Bücher hier in den Kartons sind tatsächlich vor allem Pädagogikbücher. Könnte es auf jeden Fall sein, dass es ja auch gerade vor allem Frauengegenstände waren. Dass hier entweder ein Lehrerpaar gewohnt hat oder zumindest eben ja eine Lehrerin in diesem Haus gelebt hat. Vielleicht finden wir in der Hinsicht noch mehr. Das Ganze wurde wohl zuletzt vielleicht nicht mehr als Küche genutzt. Zumindest sieht es so aus. Hier hinter ist auch irgendwie
Oh, noch so eine alte Kammer. Und in der stehen tatsächlich alte Skier drin und weitere Bücher. Guck mal, das ist doch cool, oder? So alte Lederschuhe und Skier. Die dann früher genutzt wurden, um Ski zu fahren in den Bergen. Da sind sie wahrscheinlich vielleicht einmal im Jahr dann zum Skifahren gewesen. Sehr cool. Wenn man diesen Raum wieder verlässt, fällt natürlich auch diese alte Tasche auf. Ja, auch wieder passend zum Thema Lehrer. Da könnte man sich doch gut vorstellen, wie die Frau oder der Mann, je nachdem, mit dieser Aktentasche dann zur Schule gegangen ist, um den Kindern etwas beizubringen. Hier, Rechnen im Labor. Wieder so ein Buch. Vielleicht Physiklehrer, Chemielehrer. Hier in der Ecke befindet sich sogar noch ein altes Radio. Machen wir mal an. Wahnsinn. So kann man sich doch richtig gut zurück in die Zeit versetzen. In die Vergangenheit. Naja, machen wir mal wieder aus. Und erkunden dieses wunderbare Haus weiter. Noch ein Raum weiter. Ein altes Büro. Ein altes Büro voller Gegenstände und alter Computertechnik. Ausnahmsweise sogar mal ein Regal, welches komplett eingerichtet ist, wo quasi nichts zerstört wurde. Und auch dieser alte Computer hier scheint komplett unversehrt. Wenn man sich hier auf den alten Schreibtischstuhl setzt, so einen schönen großen Ledersessel, dann kann man hier auf jeden Fall so viele Dinge noch entdecken auf diesem Schreibtisch. Hier zum Beispiel eine Sache, ein uraltes Autoquartett, ein Lancia. Dann haben wir hier ein Ford, ganz viel Ford, Peugeot, Triumph, geil, die ganzen alten Autos, Porsche Spyder. 110 PS, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h. Das war damals der absolute Hammer. Schaut mal, so sieht das Auto aus. Sowas finde ich immer super, so ein Quartett, so ein altes. Da gibt es sogar anscheinend noch die dazugehörige Schachtel. Ach, und unter anderem liegt hier übrigens auch ein deutsches Jugendsportabzeichen, Urkundenheft, Deutscher Sportbund, Norbert. Und dann, ja, hier geboren am 21.02.48. Dann hat er das Abzeichen 63 gemacht. Hier gibt es Eintragungen für das 300-Meter-Schwimmen. Hier liegt sogar noch das, ich glaub's nicht, Leute, das Abzeichen drin. Das alte Sportabzeichen. Sogar noch die Nadel liegt hier mit drin. Landessportverband. Das ist hier einfach zurückgelassen worden, weil wahrscheinlich die Dame hier verstorben ist und das Haus samt der kompletten Einrichtung zurückgelassen wurde. Hier oben auf dem Schrank übrigens auch noch sehr interessant. Eine alte US-amerikanische Rakete. Und ein altes Terrarium. Boah, ich hoffe, da ist niemand ausgebüxt und lebt hier immer noch weiter. Es macht richtig Spaß, hier durchzustöbern. Oh, Schock des Jahres, Leute. Habt ihr das gerade gehört? Da hinten kratzen die ganze Zeit Äste an der Tür. Deswegen hörte es sich gerade kurz so an, als würde hier jemand die Treppe runterkommen oder irgendwie an der Tür kratzen. Genau diese Treppe müssen wir jetzt aber auch nach oben. Oh Gott, war das gerade gruselig. Okay, lasst uns die Treppe hochgehen. Vorbei an diesem schönen Kronleuchter. Hier direkt zum Anfang. Ganz viele Schuhe in so einem Schuhschrank. Verschiedenster Art. Auch daran wieder zu erkennen, dass es sich hierbei auf jeden Fall um eine Frau handelte, die hier lebte. Ich habe, glaube ich, noch nicht einen einzigen Herrenschuh hier gefunden. Da wollen wir mal die nächste Etage anschauen. Hier scheint auf jeden Fall direkt das Schlafzimmer zu sein. Hier ist so ein schöner, schicker Hosenanzug. Ein Abendkleid, ein sommerliches Abendkleid. Vielleicht sogar von der Hochzeit, man weiß es nicht. Könnte man zur Hochzeit anziehen, oder? Gott, ein Pelz. Naja, so trug man das damals. Guckt mal, das war dann so richtig edel. Mit Nerz dran. Oh. Und auf der anderen Seite geht es genauso weiter. Alles voller Kleidungsstücke. Hier ein schönes sommerliches Kleid. Hier oben befinden sich dann auch einige ganz, ganz alte Bilder. Eine Versammlung von Jugendlichen. Und hier irgendein Gasthof. Und wenn man sich umdreht, hat man dann hier das alte Bett. Tatsächlich sogar mit einer Solariumslampe drüber. Das habe ich so aber auch noch nicht gesehen. Und das Bett konnte man tatsächlich sogar so hochklappen. Das Ganze hat hier so einen ganz leichten Parfümduft irgendwie. Ah, weil hier oben auch sowas steht. Das hier war sicherlich der Schminkspiegel. Konnte man dann hier noch ausklappen und hat dann hier oben solche Lotionen, die hier wer weiß wie viele Jahre schon stehen. Oh, und hier auf dem Bett hat zum Beispiel auch nochmal das Hochzeitsfoto der Menschen, die hier gelebt haben. Das ist schon krass. Ja,
Wahrscheinlich ist der Mann in dem Fall auch viel früher gestorben und die Frau hat die letzten Jahre dann alleine hier verbracht. Deswegen auch die vielen Frauensachen, die hier hängen. Vielleicht hat sie sich sogar wohlgefühlt, die letzten Jahre alleine zu leben. Die Freiheit zu genießen, man weiß ja nicht, wie die Ehe abgelaufen ist. Vielleicht war sie aber auch sehr einsam und traurig. Das sind alles nur Spekulationen, wozu ich nicht viel sagen kann. Mir bleibt letztendlich nur dieses Bild, dieses große Bett, Ehebett und die Schränke, die vollgestopft sind mit Kleidungsstücken. Hier wieder der gleiche Flur wie unten. Ein Schrank mit wieder ganz vielen Hausmedikamenten, wie so eine kleine Hausapotheke. Nebenan gab es dann auch ein Badezimmer, zumindest mit einer Dusche und einem Waschbecken, Schere. Alles noch da. Guck mal, da hinten müsste man doch irgendwie weiterkommen. Ach, wartet mal kurz, Leute. Ja, und tatsächlich. Und das ist sogar ein Raum, der sich relativ... Ja, der lohnt sich auf jeden Fall, denn... Guckt mal, wie viel Wäsche hier noch liegt. Die gute alte Miele-Waschmaschine, die auch mir jahrelang zu Hause gute Dienste geleistet hat. Da haben sie sich richtig was gegönnt, sogar mit dem Trockner daneben. Wäschetrockner und die Waschmaschine, wenn die noch zwei Kinder hatten, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und die Dinger hier laufen im Vergleich zu der heutigen Technik... Ewig, 30 Jahre. Meine war, glaube ich, wie alt? Ich glaube, meine war 28 Jahre alt oder sowas und lief eigentlich immer noch. Bis auf, dass sie am Ende alle Waschgänge hier gleichzeitig durchgegangen ist. Die ist dann immer so beim Waschen hier so rum und erst als sie alles fertig hatte, kam sie hier wieder an. Hier hat es auf jeden Fall Wäsche ohne Ende. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, ich sitze gerade auf einem Haufen Wäsche, die nie mehr gewaschen wurde. Die wurde hier hingelegt, damit man sie wäscht, aber irgendwas... Hat dann einen Cut gemacht und man konnte die Wäsche nicht mehr waschen. Niemand mehr hat sich jemals an die Waschmaschine rangewagt. Niemand wollte sie haben. Und die steht jetzt hier seit Jahren, ist in einem Top-Zustand. Ganz ehrlich, ich wette, man könnte die anschließen und die würde sofort laufen. Und wenn man dann hier über die ganzen Dinge weiterläuft, kommt man schon ins nächste Schlafzimmer. Ein weiteres Bett. Weitere Schränke und so viele Details, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das Erste, was mir natürlich ins Auge fällt... ist diese alte Kamera hier. Noch so eine richtig schöne analoge Kamera. Bing! Hier sind schon wieder so viele Briefe. Zum Beispiel einer, wo eine Frau mit Fräulein angeschrieben wurde. Und das passt doch schon wieder zu diesem Lehrerding. Früher nannte man doch die Lehrer immer Fräulein. Fräulein Jensen? Ich habe mal eine Frage. Hier, ich habe eine Frage. Kennt ihr die Leute, die immer geschnipst haben? Ich weiß es. Ich habe eher immer gefragt, was war überhaupt die Frage vom Lehrer? Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich meine, das war eine Zeit, da gab es auch noch kein Smartphone. Da hat man sich einfach viele Bücher angeschaut. Inspiration sammelte man da natürlich nicht im Internet, sondern in solch alten Schriftstücken und Büchern. Dann wieder viele Familienfotos, Briefe, unendlich Briefe. Früher schrieb man sich so viele Briefe, es war alles so viel persönlicher. Und natürlich auch die alten Kassetten. Die dürfen natürlich nirgends fehlen. Ja, klack, umdrehen, nächste Seite. Wer kennt es nicht? Und wenn dann mal dieses schöne Gerippe da drin aufgerippelt hat, dann konntest du schön mit dem Finger wieder drehen, damit das Ganze wieder funktioniert hat. Damals konntest du auch noch vorspulen. Es geht auf jeden Fall noch extrem weit weiter. Vorbei in dem Schlafzimmer, wo wir gerade waren, müssen wir hier sogar mal das Licht wieder anmachen, weil es so dunkel ist. Und jetzt gibt es hier einen Übergang, da ging es unten nicht weiter, hier war Schluss. Hier geht es aber anscheinend weiter in die nächste Wohnung. Ah, und in ein nächstes Treppenhaus? Tatsache, es gibt hier ein zweites Treppenhaus. Als ob das zwei getrennte Wohnungen wären, aber hier geht's halt rüber. Dann haben auf der einen Seite vielleicht, ja, die jungen Leute gewohnt, die Kinder, und auf der anderen Seite die Eltern? Könnte auf jeden Fall sein. Denn hier geht's mit dem nächsten Zimmer direkt schon weiter. Hier auf dem Schrank auf der anderen Seite steht das zweite oder ein kleines... weiteres Modell. Hier sind auch noch so Modellteile und tatsächlich ein Bett, welches man hier, glaube ich, aus dem Schrank herausklappen konnte. Also entweder war das hier ein Hobbyraum oder hier haben tatsächlich die Kinder gelebt. Ja, also unten die Eltern, hier oben die Kinder. Keine Ahnung, irgendwie sieht mir das Ganze hier mehr so nach jüngeren Leuten aus. Weil hier vorne zum Beispiel so Turnschuhe stehen, ne? Wir hatten noch unten das Sportabzeichen, das würde ja gut passen. Hier dann wieder solche, ja, gut eingepackten Sakkos. Und dann kommen wir in den größeren Raum. Oh, tatsächlich mal wesentlich mehr Platz als in allen anderen Räumen bisher. Hat man hier ein richtig schönes, großzügiges Esszimmer. Mit einer vermutlich da hinten angrenzenden Küche. Schaut mal, hier hat es tatsächlich einen alten Flugzeugträger. Wie cool ist das denn? Wieder so ein Modell, aber diesmal ein richtig großes Modell. Steht hier einfach auf dem
Stuhl. Und hier nochmal so ein kleines Segelschiff. Und das Ganze neben so einem schönen, offenen Kamin. Und auf der anderen Seite dann das Wohnzimmer. Das Ganze ist zwar in einem gewissen Maße sehr, sehr rustikal, aber gleichzeitig auch so wohnlich. Man kann sich hier so gut vorstellen, wie die Familie hier vielleicht zusammen am Tisch saß, Weihnachten gefeiert hat, irgendwo da hinten in der Ecke der Weihnachtsbaum, ja, freundlich geleuchtet hat. Besuch nach Hause kam, vielleicht der Onkel, die Tante vorbeikam mit den kleinen Kindern, hier ein Gewusel war. In der Küche roch's nach Rotkohl. Draußen hat's geschneit, damals gab's noch einen richtigen Winter in Deutschland. Und nun sind all die ganzen Details, die den Menschen damals so viel bedeutet haben und sie ihr Leben riskiert hätten, um auf diese Dinge aufzupassen, die stehen jetzt einfach hier rum und vergammeln seit Jahren. Das ist letztendlich immer wieder dieses Faszinierende, weswegen ich persönlich finde, egal wie viele Locations wir immer wieder aufsuchen, keine wird irgendwie so richtig langweilig, denn ja, man hat so vieles schon gesehen. Aber trotzdem tauchen so viele Dinge immer wieder auf. Gehen wir doch mal gucken in der Küche, vielleicht gibt's ja tatsächlich noch Rotkohl. Nach Rotkohl sieht's hier tatsächlich nicht mehr so richtig aus. Noch? Nein, eher nach der alten Butterschale mit Maden drauf. Und dann hat's hier tatsächlich auch noch einen Kühlschrank, der offen steht. Warum muss der denn schon offen stehen? Da muss ich ihn wenigstens nicht mehr aufmachen. Guckt mal, da drin ist auch noch alles voller Essen. Und guckt euch mal diese Schere an. Die ist einfach nur noch so ein krustiger, kalkiger Schimmelhaufen. Branntweinessig steht in den Regalen. Und guckt mal, hier in der Spüle, das finde ich auch immer krass, ist tatsächlich auch noch der Abwasch. Der Geschirrspüler wurde nicht richtig ein- oder ausgeräumt. Der Toaster, in dem vielleicht am gleichen Tag, als die Frau dann hier starb, Toast gemacht wurde, welches duftete in der Küche. Ja, und nun? Was soll man dazu sagen? Nie wieder wird irgendwas aus dieser Küche hier wieder genutzt. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Und hier in der Ecke steht auch kein Weihnachtsbaum. Und hier glimmt auch nichts mehr fröhlich. Und hier schneit's auch nicht draußen, denn es ist Frühling. Das Einzige, was man vielleicht noch, ja, erkennen könnte, hier sind alte Videokassetten. Hier stand sicherlich mal irgendwo ein Fernseher. Hier wurde Fernsehen geschaut. Zusammen. Videokassetten, DVDs gab es damals noch nicht. Es herrscht einfach so eine Stille und Traurigkeit, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, Leute. Es ist einfach eine Ruhe eingekehrt in diesem Gebäude. Die ganzen Spinnweben, die an den Fensterscheiben kleben, die vermitteln, dass hier schon ewig keiner mehr war. Und wenn man mal lauscht, hört man hier drin gar nichts. Keine Stimmen, die sich etwas erzählen. Niemand, der kritzelt mit dem Stift. Irgendwas schreibt, vorbereitet für die Schule, nur die Autos, die draußen langfahren. Und wenn man die ausblenden würde, hört man einfach nur gar nichts. Und das hat man im Alltag total selten. Hier noch kurz vorbei. Und dann nach oben auf den Dachboden. Das ist immer am gruseligsten. Hallo? Alter Schwede. Das gibt's doch gar nicht. Die ganze Wäsche von früher hängt hier noch an der Wäscheleine. Die hat niemand mehr abgenommen. Hier gab es noch eine Wäsche mit der vorhin gezeigten Waschmaschine und dann war Schluss. Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Hier auf dem Boden alles voller Spielzeug. Das alte Polizeiauto, Spielgeld, Lego, alles durcheinander gewürfelt. Wow, und etwas extrem Cooles. Ein von diesem Fenster angeleuchtetes altes Flugzeug, ein Militärflugzeug. Miau, miau. Damit haben die Kinder dann gespielt. Das erzählt so viel Geschichte. Na ja, gut, Leute, lasst uns wieder nach unten gehen. Die Treppe nach unten. Und zusehen, dass sie hier wieder rauskommen. Was ein spannendes Haus. Was eine Erkundungstour. Runter, 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 runter. Und hier ist den Kellereingang. Oh. Alter, die Treppe ist aber auch so ein Ding, was jederzeit durchbrechen kann. Alter, oh, hier ist schon richtig dieser Holzwurmstaub. Boah, das ist gruselig hier. Letztendlich die üblichen Verdächtigen. Einmachgläser ohne Ende, Einmachgläser. Das ist eben das, womit die früher lange überlebt haben. Mann, 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 Mann. Letztendlich sind das einfach nur alles sehr viele leere Räume. Nee. Hier will ich schnell wieder nach oben. Aber ganz, ganz schnell. Ja, geschafft. Oh. Gut, dann würde ich sagen, es ist Zeit rauszugehen. Nicht wahr, lieber Heiko? Kurz hinausgespäht. Okay. Ich würde auch in dem Sinne sagen, beenden wir das Video an der Stelle. Wir müssen jetzt hier schnellstmöglich weg. Mein Name ist PJ Adventure. Ich hoffe... Wieso beginne ich jetzt das Video?
In dem Sinne würde ich auch sagen, beende ich jetzt das Video. Heiko ist am Start. Basishalter, wir haben es geschafft. Bleibt froh und gesund, lebt euer Abenteuer. Schreibt eure Meinung zu dieser Location in die Kommentare. Gott, wenn die Autos nicht wären, wäre es alles so entspannt. Fußgänger sind noch schlimmer. Ich sehe Gott sei Dank keinen einzigen. Also, hier liegt ein Gummihandschuh. Boah, tschüss.